Früher waren wir befreundet. Damals fragte er mich nach einer Schwertkunst, von der er gehört hatte, die Musuno Hitotachi. Ich erzählte ihm, dass diese Schwertkunst nur auftauchte, wenn göttliche Strafen verhängt würden. Diese Schwertkunst stellte den Höhepunkt der Fähigkeiten von Shogun Raiden dar, das Symbol der höchsten Macht. Aber er sagte, diese Schwertkunst ist nicht unbesiegbar, denn es gibt Wesen, die sich dem Blitz entgegenstellen. Kurz darauf kam das Augenherz-Dekret und die Träume der Menschen verflogen, während der Shogun Raiden sein Ideal von der Ewigkeit aufbaute. Während ich von einem Ort zum anderen floh, hörte ich, dass mein Freund die Vollstrecker des Augenherz-Dekrets zu einem Duell vor dem Thron herausforderte. Es war ein feierliches und doch brutales Duell. Den Besiegten erwartete eine göttliche Strafe, während dem Sieger eine weitere Gelegenheit gewährt wurde. Er dachte wohl, er wäre am besten dafür geeignet, sich aufzulehnen und dem Musuno Hitotachi zu stellen, denn dies war sein Begehren. Als ich aber im Tenshukaku ankam, war das Duell bereits beendet und ich hörte nur noch, wie sein zerbrochenes Schwert nach der Verkündung der göttlichen Strafe zu Boden fiel. Möglicherweise war dies der Glanz, den er so sehnlichst erblicken wollte. Welche Miene trug er in seinen letzten Sekunden? Bevor ich wusste, was ich tat, ergriff ich das schwach leuchtende göttliche Auge vor mir und rannte ihn fort. Ich wusste, dass ich die lodernden Flammen seiner Hoffnung nicht vor dieser eiskalten Götterstatue erlöschen lassen konnte.